Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft TTT hier auf dem Gomaldee Server. Ja, wir warten, dass die Runde hier startet auf dem Map Haus und ja, hoffen dann natürlich, dass wir schnell gutes Equip bekommen. Der Bug ist leider immer noch da, also hier, dass man die Waffen nicht erkennt. Ja, das war jetzt natürlich das perfekte Beispiel. Hier sieht man es jetzt. Das sind immer noch dieselben Waffen, die man nicht erkennt. Perfekt, perfekt. So. Damit lässt sich arbeiten. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier hoch und gucken, ob wir uns das Eisenschwert holen können. Hallo, Sir. So. Einmal drauf drücken. Jetzt. Bam. Das nennt man mal Timing. Aber gut, okay. Dann gehe ich mal runter, wollte ich schon sagen. Bleibt erstmal an der Kante hängen. So, gehen wir mal hier runter. Gehen erstmal in den Testraum, um zu zeigen, dass wir innocent sind. Hi. Ist jetzt die Frage, wer ist hier der Nette und wer ist hier der Böse? Und da ist gerade Kott geruckelt. Kott geruckelt? Nee, Kotz geruckelt war das Wort. Ja, klar. Wenn er meint. Habe ich zwar fast tot gekriegt, weil ich ziemlich lange schon nicht mehr gespielt habe. Und ich erstmal reagieren musste. Aber. Nö. Hi. Ich will nicht in die Außenwelt, das ist gefährlich da draußen. Los, Bro, geh in den Test. Er schießt schon wieder auf den See. Komm. Komm her und ich schieß dich ab. Er war innocent. Oh, gut. Detective, bitte, bitte, Sir. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Möchten Sie ein Eisenschwert? Warte, kriegst mein Eisenschwert. Hier, komm, komm mal her. Da. Danke. Wahrscheinlich, oder? Ach komm, dazu sage ich jetzt mal nichts. Na gut, kann man nichts machen, würde ich sagen. Gehe ich mal in die nächste Runde. Nächste. In der leeren Runde. Super. Ja, gut. Ich dachte mir so, warten wir mal auf die Leute. Versuchen wir ein bisschen Jump'n'Run zu trainieren. Da. Das funktioniert doch schon mal ganz gut. Es sind immer noch zu wenig Leute. Jetzt müsste es starten eigentlich. Wenn man abspringen würde, würde es ganz gut helfen, glaube ich. Ist jetzt mal so ein Einfall gewesen, so. Ich weiß nicht, wo der kam, aber ich denke schon, dass es helfen könnte. So. Wow. Hab nichts gesehen. Egal. Jeder weiß, wie gut wir in Jump'n'Run sind und deswegen habe ich auch gesagt, wir trainieren. Und nicht, dass wir es können und voll durchziehen wollen hier. So. Hä? Warum? Ich muss später abspringen. Ich bin zu blöde. Mensch. Schaffe ich jetzt eh nicht nochmal. Aber wir fangen jetzt Jump'n'Run wenigstens nochmal an. Das ist ja nur der erste, zweite Sprung noch. Oh, der dritte, vierte. Oh. Aber eine Sniper kriegt man neben uns. So, was haben wir hier schon? Ist eine Shotgun. Holzschwert nehmen wir uns schon mal. Und jetzt. Tschüss. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Das war auf jeden Fall eine Schusswaffe. Eine Shotgun. Shotgun. Was bist du? Schon wieder irgendeine Schusswaffe, die keinen Namen hat. Da ist ein Schleichschwert. Das habe ich gesehen. Gibt's ja. Danke. So. Soweit so gut. Und wir sind wieder innocent. Left Bones. Na. Oh, bist du. Na. Da fällt mir kein Wort für ein, dass der hier so rumschießt. Der geht eh nicht in den Test, also wird er Traitor sein. Ich könnte ihn jetzt einfach killen. Das wäre dann aber wahrscheinlich random killen, weil mein Gespür mir sagt, dass er Traitor ist. Meine Spielerfahrung. Aber. Na. Ich möchte ja ungerne mehr oder weniger random killen, wie es die meisten jetzt ansehen würden.
Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ihn jetzt getötet hättet oder ob ihr gesagt hättet, schießt halt einfach darum. Was geht hier unten ab, ist jetzt die Frage. Ich möchte da gerne reingehen. Können einfach YOLO da reinspringen jetzt. YOLO! Wenn hier unten ist, ist er eh Traitor. Ganz langsam. LOL. Ha, hier ist aber niemand. Ha. Gut. Hi. Das war ja mal eine Runde. Ich habe nicht mal Schüsse gehört. Naja, bis auf den einen, den wir da gesehen haben, den haben wir logischerweise auch gehört. Aber gut, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Also es wurde irgendwie nicht so großartig rumgeballert wie sonst. Es ist einfach. Oh, er ist tot. Die sind beide tot. Es waren ja zwei. Sehr interessant. Aber gut, kann ich nichts machen. Wir versuchen uns wieder mal im Jump an. Warum auch immer. Also. Das verstehe ich jetzt nicht. Mal davon, ob ich da gerade gekickt wurde. Warum lädt es gerade so dermaßen bei mir? Ist mein Ping gerade im Eimer? Nö. Eigentlich aber nicht. Für meine Verhältnisse. Ja gut. Dann verstehe ich das nicht so ganz. Dann leckt vielleicht Gommel zur Zeit ein bisschen. Kann ja auch mal passieren. Och Gott. Den einfachsten Sprung. Verkacke ich mal eben. Nein, der einfachste Sprung ist der erste. Ach, wenn es laggt oder man zu blöd ist, Leertaste richtig zu drücken, fällt man auch da mal runter, ne? So, nochmal. Hopp, hopp, hopp. Perfekt. Und jetzt hier rüber. Er hat genau dasselbe Problem gehabt. Ja, das liegt am Server. Das liegt nicht an uns. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sind wir beide zu schlecht. Aber, pst. Ihr habt nichts gehört. So, ein Bogen. Ein Shotgun ist besser. Gehen wir mal hier gucken, was haben wir da? Ein Steinschwert. Ein Lone-Name-Steinschwert. Aber jetzt haben wir wenigstens ein Sniper und Steinschwert. Das ist auf jeden Fall nice. Dann gucken wir mal, wo wir uns hinstellen. Wir gehen einfach mal hier hoch. Ha, wir werden Traitor. So. Hallo, jemand, der mit mir Freundschaft schließen möchte, irgendwie. Jemand, der gerne ein paar Pfeile im Rücken hätte, vielleicht. Nee. Gut, dann kaufe ich mir erstmal Medi. So. Soweit, so gut. Traitor-Kollegen leben noch alle, haben aber auch noch keinen getötet. Ist jetzt nicht gerade schlecht. Kriege ich vielleicht ein bisschen mehr was von dem Karma ab. Ja, manchmal hat man so Traitor-Kollegen in der Runde, die ballern einfach nur um sich und legen einfach alles um. Und ja, ist dann immer sehr toll. Dann hast du selbst nichts mehr, was du dir abräumen kannst. Hallo, Mr. Detective. Der Traitor-Kollege schießt mich erstmal an. Stark! Dafür kriegst du jetzt auch keine Medi von mir. Sonst hätte ich dir was gegeben. Ah komm, ich schenke dir eine. Hier, Kollege, da kriegst du eine. So. Gehen wir mal nach hier vorne, um zu gucken, ob hier jemand ist. Ja, da drüben ist jemand. Ah, den kriegen wir nicht mehr. Sind wir jetzt wirklich gerade die einzigsten beiden, die den hier zusammen gekillt haben und der andere, der chillt irgendwo seine Base. Ah, da oben ist er. Nein, er kämpft. Bitte stopp nicht. Okay, hat ihn. Alles cool. Cool bei dir? Cool. Dann. Wenn hier keiner hochkommt, gehen wir runter. Kommt ihr mit, Kollegen? Erstmal hier so hin, gucken. Da haben wir noch. Ich weiß nicht, nennt man sowas Bowspam? Ich denke eher nicht.
Ist keiner darauf aufmerksam geworden, dass hier gerade jemand abgeknallt wurde? Doch, der da. Da haben wir uns den Detective erstmal schnell geholt. Jetzt kommen natürlich alle Innocents hier hoch. Müssen wir mal kurz hier campen, mehr oder weniger. Eieiei. Das war aber gerade hier ein Gemetzel. Ich habe vor lauter Innocence und Traitern gar nichts mehr gesehen. Eieiei, da habe ich mich verschätzt. Der kam schneller da hoch, als ich dachte. Das hätte jetzt böse enden können hier. Eieiei. So. Es leben noch zwei Innocents. Sollte eigentlich keine allzu große Gefahr mehr werden. Ich meine, wir können immer noch sterben, wenn die gut sind. Oh! Ich treffe nicht mal. Oh! Er ist tot. Gut. Unser Kollege hat ihn. Dann noch den nächsten holen. Ein bisschen Muni ist immer gut. Haben wir noch nicht ganz so viel. Komm her. Ach, ich habe unseren Detective-Kollegen, ja, Traitor-Kollegen abgeschossen. Das war doch mal eine schöne Runde hier. Ja, ich würde sagen, das war so eine schöne Runde. Damit beenden wir einfach mal die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Ciao!